nonsens und Dissens begleiten die PDSer ihrer Gründung. Das ist nichts Neues. Ich will einiges zur Strategiedebatte sagen, das ist natürlich meine Sicht, aber ich will auch meine Meinung dazu deutlich sagen. Das Problem ist gar nicht mal so sehr, die Konsens- und Dissenspunkte sachlich zu finden. Das Problem ist, wie wir miteinander diskutieren. Und da muss ich zunächst als Medienwissenschaftler eine einleitende Bemerkung machen. In der Linken gibt es eine Tradition, die ich als denunziatorische Kommunikation bezeichnen möchte. Denunziatorisch ist eine Kommunikation dann, wenn neben dem Informationsübermittlungsaspekt der Beziehungsaspekt dominant wird. Das heißt, man teilt etwas mit, indem man zugleich dem man es mitteilt, eine Denunziation ausspricht. Das ist die größte Gefahr der Strategiedebatte in der PDS. Wenn es uns nicht gelingt, Kommunikation zu betreiben als Verständigung, als politische Verständigung, in der es nicht darum geht, wer siegt oder unterliegt, sondern in der es mit Recht darum geht zu fragen, nicht dass man Recht hat, sondern ob man Recht hat. Wenn uns das nicht gelingt, wird mir bange. Aber ich habe gute Hoffnung, dass uns das gelingen wird. Denn denunziatorische Kommunikation bringt nichts, weil sie nur die gegenseitigen Wunden nährt und sozusagen den Kommunikationspartner niedermacht, statt über eine wichtige Sache zu streiten. Wenn man das vorausschickt, denke ich, wird es gut sein, sich der Rahmenbedingungen der Strategie dafür der PDS zu vergewissern. Ich will dazu eine Vorbemerkung machen. Vielleicht ist es so, dass die Strategiedebatte genau das Feld der PDS-Politik umschreibt, in dem wir am wenigsten sicher sind. Wir sind in der Tagespolitik relativ sicher. Wir beziehen Stellung zu vielen Fragen auf kommunaler Ebene, auf Landesebene, zur Weltpolitik, zu vielen Dingen. Und wir haben eine Vision von einer demokratisch-sozialistischen Gesellschaft und wir wissen, dass diese Gesellschaft, so wie sie jetzt ist, nicht so bleiben kann. Im fernen Ziel und in der Tagespolitik sind wir relativ sicher. Wir werden etwas aussageärmer aus meiner Sicht, wenn es um die nächsten 6 Jahre geht. Strategiedebatte aber geht um die nächsten 6 Jahre. Strategiedebatte ist die Verbindung des Tages mit dem Ziel. Und das macht uns Schwierigkeiten. Nun habe ich einen Text mitgebracht und einiges davon würde ich einfach auch verlesen. Ich werde es nicht zu lange tun, um damit eine Möglichkeit zur Diskussion bleibt. Eine Vorbemerkung zur Programmdebatte und Strategiedebatte. Ich will damit zunächst einmal mich auf die Fragestellung beziehen und versuchen, die Fragestellung auch zu ordnen. Eine erste Bemerkung. Wie ihr wisst, hat eine Gruppe von Wissenschaftlern, PDS-Politikern und Publizisten sich um einen Programm zum PDS-Kommentar, um einen Programmkommentar zu unserer Programmatik zusammengefunden. Und das wird jetzt bald erscheinen. Das ist ein Auftakt zu einer Programmdebatte, die ja übrigens auch geführt wird in der Partei. Und heute habe ich im Spiegel dazu sehr viel Unsinn gelesen. Also von Absagen von Marx steht da einfach schlicht nicht drin. Und andere Sachen auch nicht. Und der Gysi hat ja auch gar nicht mitgearbeitet, obwohl er sagt, na gut, lassen wir das. Also ich will jetzt nicht auf Spiegel gehen, der natürlich auch sein Geschäft betreibt in der PDS. Sondern ich will sagen, was das Ziel war. Es geht um einen Kommentar, nicht um eine Kritik des Programms. Ein Kommentar heißt auch immer, sich anzueignen, was steht denn da, den Versuch zu machen, zu deuten, einiges neu anzudenken und auch zu bestätigen. Das ist eine Kritik, nee, das ist eine Arbeit, die dann im Herbst veröffentlicht wird. Und es ist ein Beginn der Arbeit am Programm, das vielleicht um die Jahrtausendwende präzisiert werden müsste. Aber die Jahrtausendwende ist ja morgen. Wir dürfen nicht warten und wir dürfen auch keinen nicht scheuen, eine Debatte um unser Programm. Indem wir unser Programm verteidigen, sind wir zugleich verpflichtet, uns darauf nicht auszuruhen.
weil wir müssen schon arbeiten. Und uns geht es darum, das Programm zu befragen vor dem Hintergrund der Erfahrung der letzten Jahre, auf der Grundlage von umfangreichen Analysen und auch neuen Erkenntnissen, sowie im Wissen um neue Probleme und Fragen, aber auch um jene Aspekte, die wir 1993 bewusst noch aus- und offen gelassen haben. 1993 steht da in dem Programm, dass es noch nicht möglich ist, so die Ursachen für den Scheitern, für das Scheitern des Realsozialismus genau zu bestimmen. Das können wir zur Jahrtausendwende nicht mehr so offen lassen. Da müssen wir schon sagen, woran lag es denn. Diese und andere Fragen stehen dabei, werden in diesem Zusammenhang wichtig, und ich hoffe, dass nach diesem Buch weitere Bücher kommen werden, und ich stehe zur Verfügung, auch kritische Analysen mit den Texten, die wir vorlegen, aufzunehmen, und wäre sehr froh, wenn wir in einer ruhigen, sachlichen, aber auch entschiedenen Debatte bis zur Jahrtausendwende versuchen sollten, unsere Programmatik zu präzisieren und dort, wo sie denn trägt, auch so weit zu bereiten, wie sie ist. Das ist eine Programmstimmung. Das ist die Programmdebatte. Die Strategiedebatte ist etwas anderes. Darum geht es um das an der Programmatik orientierte politische Handeln der PDS in der Bundesrepublik und im Europa von heute. Wirklich handeln aber kann ich nur, wenn ich das Notwendige, das im Programm fixiert ist, mit dem Möglichen zu verbinden verstehe. Und zwar in der politischen Praxis, was wiederum voraussetzt, dass ich Handlungsblockaden überwinde oder positiver gesagt Handlungsoptionen öffne und offen halte. In diesem Spannungsfeld ist vieles möglich und vieles kann auch falsch laufen. Vor allem eine Gefahr lauert immer wieder, dass das Handeln auf der Strecke bleibt, weil wir es durch Debatten über seine Voraussetzungen und seine Formen ersetzen. Unter anderem deswegen wäre ich dafür, dass wir diesen aus dem Militärischen kommenden, bei uns jedoch sehr unscharfen Begriff Strategiedebatte, den übrigens nur wir bei den politischen Parteien der Bundesrepublik so liebevoll pflegen, in anderen Parteien spricht man weniger von Strategien, dass wir diesen Begriff eventuell ersetzen durch einen anderen, der es uns versagt, uns vor dem Primat des politischen Handelns in bloßes Theoretisieren und Ideologisieren zu flüchten. Manche spitze ich zu, das ist dann kritisierbar. Ich spreche bewusst in der Strategiedebatte vom Primat des politischen Handelns. Die Formulierung vom Primat des politischen Handelns mag anstößig erscheinen, ich möchte aber an eines erinnern. Wer nach dem Untergang der DDR nicht Wendehals sein und dennoch politisch aktiv bleiben wollte, der musste auf eine Erneuerung dieser Partei hinwirken und mit dafür sorgen, dass es für und mit dieser Partei wirklich, im Wortsinne also in der Tat, und allein maßgeblich um das geht, was immer verkündet worden war und viele zum Mitmachen bewegt hatte. Jene sozialistischen Ideale von einer Gesellschaft, in der der Mensch als Mensch im Mittelpunkt steht, weil die Freiheit des Einzelnen die Bedingung für die Freiheit aller ist. Es ging also um politische Tat als Nachweis dafür, dass historische Lehren gezogen worden waren, über verbale Bekenntnisse hinaus. Das heißt für mich, und das ist ein Stück, wie ich PDS-Erfahrung reflektiere, wir müssen uns erneuern, indem wir handeln, wir müssen uns überprüfen, indem wir handeln, wir müssen politisch reifen, indem wir politisch handeln. In diesem Kontext steht unsere Strategiedebatte. Nun hat natürlich politisches Handeln nichts mit hektischen, blinden, unkoordinierten Aktionismus zu tun. Handeln ist ja immer etwas Durchdachtes, auch theoretisch Begründetes, auch theoretisch in Frage zu stellen ist. Hauptfelder des politischen Handelns der PDS sind für mich für die nächste Zeit. Ich will jetzt nicht auf die programmatische Ebene der Jahrtausendwende, sondern für die nächste Zeit sind für mich zwei Hauptfelder politischen Handelns zwingend erforderlich, und ich wäre froh, wenn die Strategiedebatte dazu Beiträge leisten könnte. Es handelt sich um die Problematik Wirtschaft, Arbeit, Soziales auf der einen Seite
anderen Seite um das Problem Ost. Ich will auf beides kurz eingehen. Auf beiden Feldern müssen wir handeln. Wir können diese Republik mit ihrem radikalen Sozialabbau und der gnadenlosen sozialen Ausgrenzung von vielen Menschen durch die Tatsache, dass sie keine Arbeit mehr bekommen. Wir können in dieser Republik überhaupt nicht politisch ernst genommen werden, wenn wir das nicht zum Hauptgegenstand unseres Handels machen. Und ich hoffe, dass der Parteitag im Januar sich mit der sozialen Frage, der neuen sozialen Frage in dieser Republik beschäftigt und dafür Alternativen sichtbar macht. Denn wer, wenn nicht wir, sollte auf Alternativen hinweisen? Und wenn es denn so gelingt, wie wir uns das vorstellen, dann könnte ja der Leitantrag zur Bekämpfung der Massenarbeitslosigkeit und der Kampf gegen Sozialabbau verbunden werden mit dem Leitantrag, wie man das denn finanzieren kann, also wie man zu dem Geld kommen will, um Arbeit zu finanzieren. Das heißt also Steuerreformvorstellungen der PDS und Vorstellungen zum Abgabensystem. Wenn das in einem Komplex vernünftig vorgetragen wird und wir deutlich machen, dass es auch Alternativen zu der Co-Regierung gibt, zum neoliberalen zur neoliberalen Wirtschaftskonzeption, dann glaube ich, sind wir richtig beraten. Wir wären falsch beraten, sollten wir uns jetzt in ideologischen Debatten, meinetwegen auch über die Frage, wo ich denn nur heute angekommen bin oder morgen stehen werde, wenn wir uns auf Parteiinnereien einlassen, ich will leidenschaftlich dafür werben, hier werden wir gefragt. Und wenn wir hier keine Antwort wissen, werden wir uns überhaupt nicht entwickeln können als Partei. Denn wo sollten wir uns anders entwickeln als sozialistische Partei der Bundesrepublik Deutschland, wenn nicht auf dem Gebiet Kampf gegen Sozialabbau, Aufzeigen von Alternativen, Aufbrechen der neokonservativen Hegemonie, indem wir zeigen, Alternativen sind machbar. Und dazu zählen eben Konzepte von sozialer Grundsicherung, dazu zählen Konzepte öffentlicher geförderter Beschäftigungssektor, dazu zählt vieles andere mehr, was in der PDS und anderswo in der Diskussion ist, und das müssen wir alternativ vorlegen. Und dazu zählt auch in der gegenwärtigen Wirtschaft, in der gegenwärtigen Debatte, in den Landtagen Ost, mit aller Deutlichkeit bei der Haushaltsdebatte darauf aufmerksam zu machen, dass wir in einer äußerst kritischen Situation sind, weil das Geld für vieles weggeht und manche Regierung wird ganz schön blass aussehen. Das zeigen ja die Haushaltsentwürfe, wenn die auch nur überfliegen. Hier Alternativen deutlich zu machen, ist nach meinem Dafürhalten wichtig und die PDS muss dann auch mal sagen, von wo sie das Geld nehmen will. Und das sind eben sehr Vermögende und das ist eben das viele Geld, das in dieser Bundesrepublik da ist und das ist möglicherweise, das wird ein Parteitag entscheiden, auch mal eine Zwangsanleihe und das sind auch mit dem Grundgesetz übrigens in Übereinstimmung zu bringen wird, vielleicht unpopuläre, außergewöhnliche Maßnahmen, die man dann vorschlagen muss, denn es kann nicht so weitergehen, dass diese Gesellschaft, die ja heute eine Zweidrittelgesellschaft ist und bald eine 50-50-Gesellschaft sein wird, das heißt, einer arbeitet und der andere hat keine Arbeit, das ist die andere Bundesrepublik, da braucht man nicht nur sich eine auszudenken. Wenn das so weitergeht, wird es jedenfalls zu einer Katastrophe und ich denke schon, dass wir dort zu einer Reihe von Vorschlägen kommen werden. Auch Vorschlägen, die durchdacht sind. Und in dem Zusammenhang will ich nur darauf aufmerksam machen. Manchmal versuchen wir, immer wieder völlig neue Papiere zu erstellen. Und die Vorbereitung jedes Parteitages zeichnet sich dadurch aus, dass der Vergangene vergessen wird und jeder neue Beschluss vergisst immer alle vorangegangenen. Es gibt eine Reihe von Vorstellungen in der PDS, die durchaus einigermaßen reif sind und auf die man sich dann auch besinnen sollte. Wir müssen nicht immer alles völlig neu machen, aber es muss Substanz haben. Und mit dieser Substanz müssen wir in die Auseinandersetzung gehen. Also kurz und gut, ich meine, die strategische Debatte wird sich in der PDS vor allem um diese Frage mit konzentrieren müssen. Und in dem Zusammenhang steht auch die ostdeutsche Problematik. Ich kann darauf jetzt nicht so ausführlich eingehen, denn die Zeit ist ja knapp. Ich denke schon, dass wir in Bezug auf die ostdeutsche Problematik gut beraten sind, wenn wir, da gibt es ja ein Hearing jetzt in Berlin am 2. Oktober dazu,
wenn wir die Ostinteressen, die wir bisher auch vertreten haben, auch weiterhin vertreten, wenn wir dort eindeutige Positionen erzielen. Aber einige Fragen stehen auch neu. Es ist völlig klar, dass manches wirtschaftlich nicht mehr reparabel ist. Den Abflug der Industrie, den können wir nicht mehr rückgängig machen. Der ist vollzogen. Vieles andere ist vollzogen. Wir müssen ausgehen von einer realistischen Analyse hier im Osten und müssen dazu unsere Vorschläge einbringen. Und ich denke, dafür haben wir auch eine Reihe von guten Vorstellungen. Ostthemen sind für uns sehr wichtig, aber der Neuansatz muss nach meinem Dafürhalten auch darin bestehen, dass wir deutlicher vermitteln, es sind nicht spezielle Ostthemen in dem Sinne, dass wir uns nur auf den Osten konzentrieren, sondern viele dieser Fragen verknüpfen sich mit Themen, die auch in den alten Bundesländern stehen, wie Arbeit, wie Sozialabbau, wie viele, viele Fragen. Das geht von der Sozialhilfe bis zur Miete. Und ich denke, wenn es uns gelingen kann, und es muss uns gelingen, wenn wir eine sozialistische Partei der Bundesrepublik Deutschland sein wollen, und das wollen wir, keine Regionalpartei Ost, dann muss es uns gelingen, deutlich zu machen, dass die Lösung dieser Ostprobleme nicht nur ein Problem der Ostdeutschen ist, sondern dass das für die weitere Entwicklung der Bundesrepublik von außerordentlicher Bedeutung ist. Dass wir wegkommen müssen von der Krankheit, an der diese Gesellschaft vor allem leidet, das ist die Westalgie. Es muss alles so sein, wie es immer schon in den alten Bundesländern war. Dort müssen wir mit originären Vorschlägen kommen, wo wir sagen, es gibt auch im Osten Erfahrungen, die hier vielleicht genutzt werden können, möglicherweise sogar diese oder jene Idee auch in den alten Bundesländern. Also das Ostdeutsche, auch dieses neue ostdeutsche Selbstbewusstsein, was entsteht, die ostdeutschen Erfahrungen auch transformieren in die Bundesrepublik West. Wir sind auf dem Wege in die Berliner Republik, die Rheinische Republik ist am Ende oder die Bonner Republik ist am Ende und wenn es ein weiter so kann, nur für West und für Ost von ganz großer Schaden sein und deshalb meine ich, der neue Ansatz sollte darin bestehen, dass wir konkrete Wege aufzeigen, wie wir in diese Berliner Republik kommen. Ich will noch etwas sagen zu zwei, drei Reizwörtern. Zunächst einmal, die in der Debatte sind und mich dann auch zum Ende begeben. Es wird ja viel über Regierungsbeteiligung debattiert, darauf komme ich auch zu sprechen. Ich will zunächst einmal sagen, dass wir in einer Verpflichtung stehen gegenüber 2 Millionen Wählerinnen und Wählern und die heißt Opposition. Wir haben guten Grund, uns in Landtagen, im Bundestag sowieso, da steht ja überhaupt nichts anderes zur Debatte, uns daran auch zu erinnern und natürlich über Regierungsbeteiligung können wir debattieren, aber diese Oppositionsrolle haben wir noch nicht optimal ausgestaltet. Und ich mache mir durchaus Sorgen, dass wir vergessen könnten über andere Debatten, wie denn Opposition ausgestaltet werden kann. Wir haben den Wählern gesagt, Verantwortung kann man auch in Opposition wahrnehmen. Nun müssen wir es bis ins Detail ausgestalten. Das ist nun von Land zu Land etwas unterschiedlich. Die Berliner PDS hat es da auch etwas einfacher als hier in Magdeburg. Die Brandenburger hat zurzeit auch überhaupt keine Probleme mit der Opposition, aber die Wähler, so zeigt eine Analyse in Sachsen-Anhalt, wo viele Menschen befragt wurden, messen der PDS, die PDS-Wähler, übrigens sind verschneidend am besten auch von anderen Parteien, weil die Mehrheit unserer Wähler sagt, die haben das gehalten, was sie versprochen haben. Ich möchte aber auch, dass uns das immer im Hinterkopf bleibt, auch das ist eine strategische Frage, PDS hat unheimlich gewonnen an Akzeptanz und Glaubwürdigkeit, was ich 1989/90 so nicht angenommen habe. Aber das dürfen wir auf gar keinen Fall verspielen. Wenn wir Vertrauen verspielen, wenn die Wähler den Eindruck gewinnen, die machen jetzt was ganz anderes, als wir uns damals gesagt haben, dann wird es sehr schwierig. Und jetzt komme ich zur Regierungsbeteiligung. Das wird ja eigentlich seit sehr lange debattiert. Diese Debatte bringt auch einige neue Gesichtspunkte. Ich denke schon, es schadet nicht, sich darauf vorzubereiten und das in Ruhe zu debattieren. Allerdings gehe ich mal von folgenden Voraussetzungen aus. Praktisch steht diese Frage heute nirgends, es ist eine theoretische Debatte. Es könnte sein, dass
diese Frage Mecklenburg-Vorpommern, wenn sie nicht in diesem Herbst noch Ringsdorf abwählen, was ja genauso wahrscheinlich ist. Wenn denn die Frage dort stehen sollte, dann muss man den Wählern vorher sagen, was man will. Ich habe in der Wahlkonferenz der PDS 94 in Babelsberg 7 Punkte vorgeschlagen, so inhaltliche Prinzipien, wo man sagt, als PDS haben wir diese 7 Punkte, das sind heute vielleicht 10 oder 6, ich weiß nicht. Aber wo man sagen muss, das wollen wir durchsetzen. Und manchmal wird so gesagt, wir dürften es nie. Mein Gott, wenn die PDS vor der Entscheidung stände, dass sie in einem Land die ostdeutsche Diskriminierung in allen Bestandteilen abschaffen könnte. Wenn das möglich wäre, dann sage mir einer, wir dürften die Chance gar nicht erst bei Schoppe packen. Es ist nicht möglich, aber das ist eine andere Frage. Also den Wählern das vorher sagen. Insofern finde ich, wie in Mecklenburg-Vorpommern damit umgegangen wird, vernünftig. Man diskutiert Inhalte jetzt, man ist endlich bei der Frage, wo man sagt, was wollen wir denn erreichen. So oder so. Im Übrigen will ich sagen, dass diese Debatte natürlich nicht nur vor der PDS steht. Es ist ein glücklicher Umstand, dass die PDS inzwischen voll akzeptiertes Mitglied des Forums der Neuen Linken in Europa ist. Trotz Hallstein-Doktrin der SPD, also wer mit der PDS Beziehungen hat, darf keine Beziehung zur Sozialistischen Internationale haben. Im Übrigen, die scheinen mir momentan auch gar nicht produktiv. Sind wir international akzeptiert worden? Es hat ja diese, wo die PDS auch Mitveranstalter war, diese Massendemonstrationen in Paris gegen Massenarbeitslosigkeit und den Sozialabbau. Es hat ein Treffen der Parteivorsitzenden von 18 linkssozialistischen Parteien gegeben in Madrid. Wir sind weiter mit am Ball und im ständigen Austausch mit linkssozialistischen Parteien in Europa. Und die stehen alle vor solchen Fragen. Sie haben die historische Erfahrung, mein Gott, Frankreich, Italien, es hat sich nicht ausgezahlt. Und dennoch, muss man doch sehen, Refondazione Comunista in Italien, ja wirklich nicht mit der PDS Italiens gleichzusetzen. Von der kann man noch sagen, die sind ein bisschen sozialdemokratisch, von denen erwarten wir nichts anderes. Aber Refondazione Comunista unterstützt die Regierung unter dem Olivenbaum. Die Alternative wäre der radikale Rechtsruck. Und die sind in fürchterlichen Zwängen und die tun das gar nicht gerne. Und ich habe ja mehrfach in diesem Sommer mit Fausto Bertinotti, dem Generalsekretär, darüber gesprochen. Der fühlt sich überhaupt nicht wohl. Er sagt, was soll ich machen? Soll Refondazione Comunista in Italien sagen, wir wollen sauber bleiben, Berlusconi oder Dini oder wie sie immer heißen, sollen wir wieder die Regierungsgeschäfte übernehmen? Das ist sehr schwer. Deutschland ist nicht Italien, das weiß ich wohl. Aber wir haben die Situation auch in Irland, wir haben die Situation bei der Linksallianz in Finnland, die stellen einen Minister mit Ergebnissen, die sie selber stark in Frage stellen. Wir haben sehr, sehr unterschiedliche Erfahrungen und Ansätze dazu in Westeuropa. Ich will nur sagen, diese Debatte ist keine PDS-Debatte allein. Wir sind gut beraten, die Erfahrungen der anderen westeuropäischen linkssozialistischen Parteien, also die ähnlich sind wie wir, hier mit einzubeziehen. In Bonn steht dieser Frage natürlich nicht mit Regierungsbeteiligung und da bin ich bei einer Frage, die man vielleicht damit doch verbinden könnte. Wir müssen uns ja für Ziele entscheiden. Auf Bundesebene droht eine Regierungsbeteiligung wirklich nicht. Das beruhigt manchen, mich auch, aber es ist ja die Frage, was ist zu tun. Es ist bis heute nicht klar für mich, und das macht die Schwierigkeit auch für die PDS, will die SPD überhaupt den Kohl ablösen oder nicht? Ich weiß es nicht. Oder setzt sie auf 1999, um wieder die stärksten, also sozusagen die Landtagswahlen, sozusagen den Bundesrat sicher in den Griff zu kommen? Ich weiß es nicht. Das ist auch eine Frage der SPD. Und die SPD hat sich dazu nach meinem Dafürhalten noch nicht entschieden. Die Meinungsumfragen alleine werden nicht weiterführen auf Dauer. Diese Rechnungen, wie viel Prozente wer hat, werden nicht weitergehen. Ich denke aber, eines ist klar. Und das wäre für uns auch ein wichtiges Ziel. Die Regierung Kohl muss weg. Das sehe ich als ein strategisches Ziel der PDS.
das denn ein strategisches Ziel der PDS ist, dann müssen wir genau gucken, was müssen wir dafür tun. Nicht nur, dass wir sagen, der muss weg. Wo gibt es möglicherweise Ansatzpunkte mit diesen oder jenen, auch von Grünen oder SPD oder von anderen, die auch dieses Ziel haben? Ich weiß, es wird auch häufig gesagt, man weiß ja nicht, was dann kommt und ob Lafontaine besser ist oder wer weiß, wer dann kommt. Oder Schröder oder Scharping oder wer auch immer. Natürlich wissen wir nicht, wie die anderen sind, aber eines ist ziemlich klar. Der Kohl fährt eine ganz knallharte neoliberale Politik der Umverteilung von unten nach oben und das wird so bleiben, das ist absehbar und das kann eine sozialistische Partei nicht wollen. Folglich halte ich es schon für wichtig, auch wenn man nicht genau weiß, was dann folgt, ganz deutlich ins Ziel zu nehmen. Auch das ist Bestandteil einer Strategiedebatte. Wir sollten alles tun und wir müssen uns genau überlegen, was wir tun, damit Kohl wegkommt. Und jetzt sage ich als Letztes, aber nicht ganz zufällig und auch nicht unbewusst. Wie könnten wir das denn schaffen? Nach meinem Dafürhalten können wir es nur schaffen mit der Mitgliedschaft, die wir haben. Und da darüber so viel debattiert wird, sage ich es auch mal, nicht die Vorstände oder Abgeordneten gehen die Mitgliedschaft, es ist immer noch umgekehrt. Und ich möchte ganz gerne eine attraktive PDS, die so attraktiv ist, dass möglicherweise noch mehr zu uns kommen, damit wir mit ihnen bei der Unterschiedlichkeit aller Auffassungen und bei der Pluralität der PDS, damit wir mit mehr Menschen und mit den Mitgliedern so, wie sie sind und so, wie wir ihre Aktivität auch kennen und bisher immer gebraucht haben, diesem strategischen Ziel nachgehen, Kohl abzuwählen und möglicherweise dann auch in anderen Wahlen gut auszusehen. Aber nicht nur in Wahlen, sondern auch, und das scheint mir genauso wichtig, in der außerparlamentarischen Arbeit. Wenn wir denn die neokonservative Hegemonie brechen wollen, dann heißt es natürlich nicht nur in Parlamenten, sondern auch außerhalb der Parlamente. Kurzum, ich bin der Auffassung, die Mitgliedschaft der PDS, auch das ist eine strategische Frage, wird so ungefähr bleiben, wie sie ist. Ich rechne da nicht mit dramatischen Veränderungen. Und unsere Hauptfrage besteht auch darin, wie motivieren wir noch einmal die vielen Menschen, die immer dabei waren, wenn es darum ging, politisch zu handeln und etwas durchzusetzen in dieser Bundesrepublik Deutschland. Und deshalb ist sozusagen Mobilisieren, die Gewinnung von Mitgliedern und von neuen Verbündeten auch eine strategische Frage erst vorrangig. Ich bedanke mich.